Ja, hallo. Hier ist das nächste Review von Bui & Gambit. Die zweite Star Wars Sportsorte, die wir für euch testen. Das ist der Pink Lady. Auch so eine schwarze OVP mit einer pinken Frau drauf. Sieht das Ganze aus. Ich habe direkt den Zipper hier. Das ist auch wieder typisch Star Wars Schnitt. Star Wars Feuchtigkeit hellbraun. Also braucht man eigentlich nichts Besonderes zu sagen. Kommen wir direkt zum Geruch. Mhm. Bei dem Tabak ist es schon schwieriger als eben bei Mokino 6 was zu sagen. Also das Einzige, was ich hierbei rausrieche, ist wirklich eine dezente Kirschnote. Etwas beißenderen Geruch, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich den einordnen soll. Also es riecht auf jeden Fall so ein bisschen nach Kirsche, Erdbeer, finde ich. Auf jeden Fall sehr, sehr süß. Es erinnert mich an irgendeinen Tabak, aber ich weiß nicht mehr welchen. Ich komme nicht drauf, also erinnert mich an irgendwas. Also irgendwie so was Süßes, Erdbeer, Kirschmäßig. Setup seht ihr wieder eingeblendet, das ist der Alien Funnel, zwei Lagen Alu auf der NPS. Ja, auch ist ziemlich in Ordnung, Star Wars gewöhnlich eigentlich. Geschmack, ja. Also ich finde, egal jetzt welcher Geschmack das sein soll, ich finde ihn extrem mild. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr mild. Und dieses Kirschige schmecke ich auch nur ganz, ganz dumpf. Mhm. Ansonsten schmecke ich eigentlich gar nichts raus. Also, wenn ich jetzt nicht an dem Tabak gerochen hätte, wüsste ich gar nicht, was es ist. Und diese wirklich ganz, ganz leichte Erdbeernote kann ich überhaupt nicht rausschmecken. Also, ich finde jetzt, er ist jetzt so gesehen nichts Besonderes. Ne, also besonders ist auf jeden Fall, ich finde, er ist im Geschmack sehr, sehr mild, so Hookafina-mäßig. Vielleicht sogar noch ein bisschen schwächer, also schmeckt ja überhaupt nichts raus. Für mich da was rauszugeben, vielleicht ein bisschen Kirsche, aber auch dieser süße, intensive Geruch, den man da gerochen hat, schmecke ich hier nicht. Also für mich ist der Tabak nichts, also ich finde, der ist jetzt nichts Atemberaubendes oder so. Der wird vielleicht 5 von 10 Punkten bekommen, mehr aber auch nicht. Also aber wirklich 5 von 10 Punkten maximal ist, wie gesagt, nichts Besonderes. Ich habe eine Dose davon, die werde ich wahrscheinlich rauchen und kaufen werde ich mir sicherlich nicht nochmal. Ist auch nicht. Das einzig Gute an dem Tabak finde ich eigentlich die Dose. Passt schön in meinen Turm. Ansonsten finde ich den nicht so beraubend. Ja, das war das zweite Review. Ihr dürft euch gespannt sein auf den letzten. Peach Queen nennt der sich. Den werden wir jetzt gleich auch noch für euch rauchen, wenn die Pfeifen durch sind. Und ja, seid gespannt. Bis dann.